Jo Leute, und damit willkommen zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, nachdem gestern die letzte Folge Assassin's Creed Odyssey kam, fange ich jetzt mit Assassin's Creed Valhalla an. Und ja, nachdem ich auch nicht geschafft hatte, rechtzeitig hinterherzukommen, weil Odyssey doch so groß war, startet Valhalla eine Woche später, was aber auch nicht so schlimm ist. Ich muss generell jetzt dann erstmal gucken, wie das halt mit der Grafik ist und so. Wenn ich auf Gamepad ändere und wenn ich Maus habe und Gamepad, dann ruckelt der Kurs. Alles klar, dann darf ich nicht gegen die Maus kommen. Das ist nicht gut. Muss ich wegen der Grafik gucken und alles. Ich hatte schon ein bisschen getestet, aber wenn ich nicht direkt im Spiel bin, kann ich da nicht genau was zu sagen. Weil das Spiel frischt schon ein bisschen was in Grafik und ich, wie man ja weiß, nehme ich über die Grafikkarte auf. Eine 1050 Ti. Ja, ich bräuchte eine neue. Gut, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, ne? So, Schwierigkeitsgrad. Abenteuer, es gibt mehr Symbole, die sich deine Belohnung führen. Entdecke Standard, Rückmeldung zu Gelegenheiten auf der Weltkarte und regelmäßige Informationen auf dem Kompass. Fettensuche, minimale Informationen im HUD und auf der Weltkarte für ein eindringliches Spielerlebnis. Ich würde sagen, wir machen Entdecker. Ja, wir gucken mal, wir können das eh später nochmal das ändern. Leicht, Skalde. Für alle, die eine gut erzählte Geschichte, schwierige Kampfherausforderungen vorziehen. Schaden und Widerstandskraft deiner Gegner sind reduziert. Du kannst diese Schwierigkeitsgrad jederzeit anpassen. Wikinger. Eine ausgeglichene Kampferfahrung für alle, die das Wikingerleben eintauchen wollen. Du kannst die Schwierigkeit jederzeit ändern. Das ist klar. Berserker. Für Spieler, die eine hart, aber faire Kampfherausforderung suchen, ist die Einstellung Berserker genau richtig. Denkwell, keine Ahnung, sehr schwer. Eine intensive Kampferfahrung für hardcore gesottene Krieger. Gesundheit und Schaden deiner Gegner sind erhöht. Das ist nichts für mich. Ich mache normalerweise eigentlich auf leicht. Das war Wikinger. Aber ich tendiere dazu, auch schwer zu gehen. Und ich kann das jederzeit ändern, wenn das echt viel zu schwer ist. Würde ich sagen, nehmen wir Berserker. Und dann haben wir noch Lehrling, leicht. Die Aufmerksamkeit der Wachen wurde für wenige Herausforderer Spielerlebnis verringert. Assassine halt, normale Wahrnehmung und Aufmerksamkeit der Wachen, Meisterassassine schwer. Die Aufmerksamkeit der Wachen wurde für eine realistischere und herausfordernde Spielerfahrung erhöht. Ich bin nicht so ein Schleicher. Komm, schwer, machen wir einfach mal. Testen wir. Still, ihr Kinder der Götter, hört meine Geschichte über den Anfang der Zeit. Alles war dunkel. Es gab keinen Sand und es gab kein Meer, keine Erde und keinen Himmel, kein Gras und keinen Wind. Bis das Feuer auf Eis traf im weiten Nichts. Und aus diesem Schrei entstand der Riese Ymir, das erste aller Wesen. Der stolze Ymir, grausam getötet, doch aus seinen Knochen und seinem Blut und seinem Hirn ward die Welt erschaffen. Die Welt, in der ihr lebt und Kriege führt.
Da bist du ja. Okay, das scheint schon mal gut zu laufen mit den Videosequenzen. Kein FPS-Rückläufer. Wir machen gleich kurz weiter. Ich mache einmal kurz Pause, ich mache eine kleine Einstellung und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wow. Ja, ich habe gerade mal den Gamma der Aufnahme ein bisschen erhöht, also einen Filter rüber gesetzt, weil YouTube das ja eh dunkler macht. Dementsprechend sollte das dann kein Problem sein. Wir gucken mal ein bisschen, ob wir hier irgendwas finden. Und das ist immer, wenn ich den rechten Stick bewege, dann fängt er an zu stocken, wenn ich die Maus bewegt hatte. Das ist nicht so schön. Muss ich aufpassen, dass ich echt nicht dagegen komme, besonders in den Videosequenzen. Mir scheint echt nichts zu sein. Okay. Gut, warte mal. Ich wollte nochmal ganz kurz was gucken. Ne, das war eigentlich hier, ne? Oder wo? Ne, das. Könnte man das überhaupt einstellen? Ich nehme natürlich einen Xbox-Controller, weil das für mich. Also bei solchen Spielen sowieso einfacher ist, wie immer. Alles an. Ja, da kann man es halt alles ändern. Da auch. Garantierte Meuchelmord. Aktiviere oder deaktiviere die Fähigkeit, alle Gegner mit einem Schlag zu töten. Beachte, dass du, wenn du dich dafür entscheidest, das Spiel nicht so liebst, wie es gedacht ist. Ja, aber du bist Assassine eigentlich, ne? Wir schauen mal. Vielleicht stelle ich das halt dann auch wieder um. Weiß ich nicht. Wähle verschiedene Stufen der Ziffer aus. Das ist nützlich, wenn du Probleme hast, mit dem Controller genau zu ziehen. Guck mir. Ich wollte was anderes gucken. Achso. Okay. Ja, das war das. Und der Titel habe ich halt wie immer aus, weil. Ja, ich mag das nicht. Ich finde, das nervt so ein bisschen. Deswegen habe ich Untertitel immer aus. Besonders für die Videosequenzen, weil das dann so ein bisschen stört. So, das. Das ist auch nur die Kalibrierung. Da ist die Helligkeit. Kontrast, das kann ich jetzt so lassen. Ah, das ist das. Okay, na gut. Schauen wir mal. Wir haben hier eh nichts, dann gehen wir mal raus. Eivor, hier ist ein Lied für dich. Möge es dich tragen. Und typisch, wir gehen ja nur alle am Saufen wieder, ey. Ich höre nichts von deiner Musik. Warte mal. Sorry. Audio. Ups. Was ist das? Oh, das ist ein bisschen laut. Ich mach das mal auf 60. Effekte Lautstärke habe ich nie so laut, weil das ein bisschen nervig ist. Erhöht die Lautstärke der Dialoge im Spiel, natürlich. Sonst habe ich mal alles eingestellt vor, aber irgendwie. Bisschen vergesse ich immer. Ja, Untertitel für Gehörlose, aber ich, wie gesagt, ich bin nicht so der Untertitel-Fan. Okay. Ah. Hi. Da bist du ja, kleine Dränger. Geh. Hast du unseren König gesehen? Ja, gut. Komm, Eivor. Hast du den Reif? Ja. Und nun zu unserem kleinen Plan. Wenn du uns sprechen siehst, sei leise wie eine Maus. Dann überrasche ihn mit dem Geschenk. Du hältst es hin, etwa so.
siehst ihm in die Augen und sagst, König Dyrbjörn, mögen unsere Clans ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe. Kannst du das für mich tun? Mhm. Gut. Heute Nacht wirst du das Band sein, das unsere Völker eint. Ich bin so stolz auf dich, Eivor. Komm hoch, Olaf. Bleib wach, mein Freund. Mein Schwert dürstet nach Blut. Ich bin bereit für den Kampf. Wie schön, so viele herzliche Leute in unserem Heim zu haben. Erstmal tanzen. Okay. Die Interaktionen jetzt schon sind echt cool. Hast du die selten bei so einem Anfang? Zumindest bei Assassin's Creed. Okay. Wollen wir mal wieder weiter. Wir sind auch alle nur am Tanzen. Ich schlug ab die Köpfe der freundlosen Heerhunde. Okay. Ich trank von Odins Trunk und schnitt ab die langen... Oh, du hast nichts zu trinken? Na komm, ich bringe dir was. Ich kann nicht. Ich habe ein Geschenk für deinen Vater. Ein schönes Stück. Das muss 2 große Langschiffe wert sein. Gib es her, ich gebe es ihm. Mein Vater bat mich, Sigurd. Wie du willst. Aber dann bekommst du kein Met. Lecker Met. Volker Seder wirkt durch meinen Hammer. Okay, ich muss noch mal ganz kurz das gucken. So. Okay. Wenn ich das jetzt mache. Ah ne. Habe ich gerade viel gesorgt, dass das nicht passiert im Pausenmenü schon. Okay. Ich spiele R7 mit dem Ball. Ja, komm, reicht. So. Und? Hast du den Reif? Gut, den hat dein Großvater getragen. In einer Schlacht auf den Nordwegen. Mutter? Ja? Können wir Sigurd unser Steinmännchen von gestern zeigen? Gute Idee. Das machen wir gleich morgen früh. Bei Tagesanbruch. Jetzt geh. Überbring das Geschenk. Okay, machen wir gleich. Wie gesagt, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, momentan läuft das echt ohne Probleme. Aber die Frage ist halt, wie das ist, wenn wir draußen sind. Weil wenn das echt auch nicht so Probleme sind, dann haben die echt gute Arbeit geleistet, was die Performance betrifft. So. Eivor, warte. Skål! Auf Styrbjörn! Den wahren König von Rügjafylki! Heute Nacht werden wir alle neu geboren! Skål! Eivor, Eivor, komm! Herr! Mögen unsere Clans auf ewig verbunden sein, in Freundschaft und Liebe! Danke, Eivor. Jetzt und für immer gehört mein Schwert dir. Hör zu, wie laut ein König singt. Vom Wellenross mein Lied erklingt. Weil Odins Met uns Stärke bringt.
auf Heldenmut und Ehre ist. Ein Krieger fällt Valkyria. Ein Krieger fällt Valkyria. Nach Valhall wird der Held gebracht. Nach Valhall wird der Held gebracht. Das Horn für die große Nacht. Gut, Roster. Geh. Du nicht, Eivor. Jetzt noch nicht. Und so schnell endet die Feier. Und damit nochmal herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey. Valhalla meine ich, sorry. Ich bin echt vorbei. Das ist ja nicht zu lange noch gespielt. Okay. Ist auch nichts Besonderes noch, ne? Nur ein Schnell muss drücken, nö. Es wurde verkündet. Der Vorhang ist gelüftet. Nichts ist wahr, ehe es von den Zweigen Yggdrasils gebrochen wurde. Okay. Ganzen Kinder, die hier sind. Keine Überfälle mehr. Keine Clankriege mehr. Bitte, Odin, rette uns. Die Schlacht ruft nach mir. Tut sie das? Hey. Deckung gehen, obwohl ich nun die Jäger komme. Ist auch nichts, ne? Nee. Er ist immer aufgeploppt. Plopp, plopp. Naja, ist nicht so schlimm. Dann machen wir mal weiter. Okay. Haben wir alles gehört, wohl, was hier drin war? Eivor! Los! Reite. Los. Nach Valhall. Feuer! Feuer! Sigurd, nimm das Pferd! Na gut, warte hier. Ich hab dir einen Handel vorzuschlagen, Trellhure. Akzeptiere dein Schicksal und stirb als Feigling vor deinen Leuten. Und ich verschone den Rest. Kämpf, Liebster! Hör nicht auf ihn! Wenn ich mein Leben gebe, verschonst du meinen Clan? Du hast mein Wort. Nein. Nein, Varin! Nein, Varin! Nimm deine Axt! Nein! Nee. Tötet sie alle!
sehe zwei Datenströme, die sich in derselben DNA überlappen. Ich weiß nicht, wieso. Behebt das oder hol mich raus. Ich kann die Ströme mit einem Filter aufsplitten. Moment. Okay, hat geklappt. Sicher? Ich weiß nicht, wo das Problem lag, aber ich kann es umgehen. Du musst einen Strom auswählen, damit alles stabil bleibt. Es gibt doch eine dritte Option. Ich kann den Animus deine Identität aufgrund der Signalstärke modulieren lassen. Wie du willst. Okay, ja, das habe ich schon mitbekommen. Du kannst halt zwischen weiblich, männlich oder lass den Animus schon entscheiden machen. Normalerweise nehme ich immer die weibliche Figur. Ich weiß nicht warum. Ist halt so. Ja, manchmal auch die männliche, so ist das nicht. Ja, aber diesmal würde ich dazu entscheiden, dass der Animus entscheidet. Den weiblichen Eivor-Datenstrom spielen. Du kannst diese Einstellung später ändern. Hier natürlich der männliche. Und Standard. Der Animus greift auf den jeweiligen stärkeren weiblichen oder männlichen Datenstrom zu. Du kannst diese Einstellung später ändern. Da würde ich sagen, also ändern kann man das, aber ich weiß nicht. Das ist halt Zufall. Und dementsprechend würde ich dann auch bei dem bleiben die ganze Zeit. Oder vielleicht später nochmal ändern. Ich mache, wie gesagt, lass den Animus entscheiden und ja. Okay, ich gebe es ein und springe nach vorne zu einem Zeitpunkt, an dem die Ströme synchroner sind. Wie lange verfolgst du mich schon, Wolfsmal? 17 Winter? 18? Verfolge ich dich in deinen Träumen? Wärme ich dir den Schritt? Erinnerst du dich? Die Axt deines Vaters. Die Waffe eines Feiglings. Einer verspotteten Schlange. Nur weniges macht mir mehr Freude, als damit zu töten. Doch ich weiß, du würdest kämpfen bis zum Tod. Für ein glorreiches Ende. Das werde ich nicht erlauben. Du wirst deine letzten Tage als Trell leben. Gedemütigt. Dein Tod wird einsam sein. Töte den Rest ihres Trupps! Lass sie leiden! Eivor Wolfsmal ist nicht mehr. Dieser Name ist für die Welt gestorben. Du bist sicher dein Gewicht in Silber wert. Ha! Auf zum Schiff! Eine Bewegung. Und ich stech dir die Augen aus, kapiert? Der Wind bläst aus Süden. Wir segeln nach Norden und setzen dann Kurs West. Also, was habe ich dir gerade gesagt? Kein Fest für dich, Sühnen. Meine Leute sind in Gefahr. Sei meine Augen. Ja, so. Bewegen, Kamera, wie immer. Sky ist Sklave, ne? Soweit ich das mitbekommen habe. Ja, komm weg. Okay, danke. Okay. Schießen, wie immer. Das ist wegnieten. Das ist das. Wir haben Energie. Zack, zack, zack. Verbrauchen wir. Dementsprechend heißt das Essen, Essen, Essen. Das habe ich auch schon mitbekommen. Und sonst aber auch nicht wirklich viel. Meine Mannschaft ist in Gefahr. Ich muss zu ihnen. Ah, okay. Sichere mich, Sühnen.
Das ist halt Standard wieder so. Und Infos ausblenden. Beschleunigen, bla bla bla. Markierung setzen. Okay. Solche Büsche hier. Besser. Essen wir und dann können wir die sammeln und ja. Wir schauen erstmal einfach rein da. Einfach kaputt machen. Okay. Okay, okay. Alles platt machen wieder. Kaputt machen hier, kaputt machen da. Aber das scheint auch mit der Sonne momentan gut zu laufen. Hier hatte ich schon Performance-Probleme bei Odyssey. Bei sowas. Also nicht so wirklich Performance-Probleme, sondern eher... ein Ruckler drin. In der Aufnahme. Was ich nicht so schön fand, aber gut. Was will man machen, ne? Ich fühle mich besser. Lass mal das mitnehmen. Stärker. Sehr schön. Achso. Manche Sachen plünderst du halt nur so. Dann machst du halt kaputt. Was stand da? Achso, das ist klar, dann alles klar. Alles klar. Das geht nicht. Alles klar, ein paar Sachen gehen kaputt, andere Sachen gehen nicht kaputt. Also wie immer eigentlich. Das hebe ich für später auf. Okay. Wenn man wieder zur Seite drückt. Proviant ist voll. Ich hätte hier auch normal öffnen können, aber egal. Ich mache alles kaputt. Zack. Fehlgeschlagen, schwere. Fehlgeschlagen, schwerer und leichter Angriff. Wir brauchen Ausdauer, alles klar. So, mehr haben wir hier nicht. Da oben dann noch. Aha. Genau. Eine Tür, die ich mal einfach so öffne. Die anderen einfach kaputt machen. Achso. Okay. Zack. Dadurch weiß ich auch, welche schon in welchen Türen ich war und wo noch nicht. Das ist wieder so, Standard. Gut. Karte. Ja. Ja. Und das ist nur Norwegen. Okay, kann ich so rein? Das war wieder falscher Knopf, aber trauge Paket. Okay. Es gibt wieder eigentlich coole Sachen, finde ich. So wie immer. Tätowierung und was weiß ich. Begleiter. Okay. Nachtdreier. Weigere. Ja. Hilfsmittel, Pakete. Also Rüstungspakete sind es. Ehrlich jetzt? Ja. Läuft. Eigentum? Wow. Addons. Addons habe ich. Weil ich den Season, also weil ich die Collections habe. Im Besitz. Moment. Schauen wir mal, was wir haben. Das hier habe ich so freigeschaltet.
Okay, cool. Tätowierung. Mundlicht, Axt, Blutartschilde. Okay. Stammespferd. Spartanischer Bogen. Die habe ich halt durch die Credits freigeschaltet. Das wollte ich annehmen. Questlog, ja, kennen wir. Durch Ehre gewonnen, Teil von Schlacht um die Nordwege. Kapitel 1. Eine Heldin der Wikinger muss ihre Besetzung vor einem Todfeind retten. Okay. Nochmal weg damit. Datenbank. Kopierung. Wikinger. Räuber. Wow. Tutorial. Klar. Kennen wir alles. Vieles. Ich will das am Maus haben. Wow. Okay, machen wir mal so. Geht schneller. Okay. Ach, ich wollte eigentlich mal auf die Karte, ne? Wir werden einmal markieren und dann ab nach oben. Das ist da hoch. Führt uns aber auch schon dahin. Da. Da. Wie sieht's aus mit Klettern? Ja. Sehr gut. Dann nehmen wir uns wieder den kürzesten Weg, so wie immer. Zack. Auch mit dir. Okay. Da haben wir ein Tier. Okay. Der ist tot. Was ist das? Was ist denn da rum? Okay, weg. Alles klar. Ja, neues Gebiet entdeckt. Ich habe mich schon gewundert, eben das Geräusch. Okay. Zack. So, wir kommen mit der Käse, genau. Das ist halt auch dieses Essen. Fokussieren. Ah, cool. Wir können halt direkt die Markierung fokussieren. Das ist auch nicht schlecht. Aber dann wollen wir jetzt mal hochklettern. Dann schauen wir mal gleich, wie das bei Synchronisierung abläuft. Zack. Gut. Das ist so ein Problem, aber das sieht einfach zu geil aus schon. Schon jetzt. Und wir haben noch nicht viel entdeckt. Aber ich würde auch sagen. Irrwalsnäs. Wo der Eidbrecher meine Leute gefangen hält. Das wird dann da hinten sein. Genau. Gut, aber ich würde dann erstmal sagen, ich werde hier auch die Aufnahme beenden. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.